So, das dauert hier wohl noch eine ganze Ecke. Goblins bewegen sich nicht. Krankenhaus ist immer noch nicht so, wie es soll. Und immer wieder Todesnachrichten. Vor allem Todesnachrichten für einen Truthahn. Und melancholische Musik. Das werde ich definitiv ausschalten. Aber wir haben ja unsere Wachhühner hier draußen. Die immer wieder aufgestellt werden. Und dafür jedes Mal so eine Sounddatei abzuspielen, finde ich albern. So, hier wird weiter sortiert. Wollen wir nochmal einen Vorstoß wagen? Nö. Dann müssen die Jungs halt grumpig werden. Oh, da ist ein Geist. Moment mal, warum ist da ein Geist auf dem Zwerg? Howler. Ja, ein Kind, das irgendwann mal gestorben ist. Wahrscheinlich sein Kind, das ihn verfolgt. Das muss ja sehr übel sein. Das heißt, wir huschen mal ganz kurz nach unten. Nicht so weit nach unten. Genau. Haben wir noch Memorial Slabs, die irgendwie Namen drauf haben? Nee. Okay. Dann versuchen wir mal einen Namen raufzubekommen. Clothier Craftsworth Workshop. Zack. Du machst bitte ein Memorial Slab für das Kind. Genau. Der Rest ist in einem Sarg. Sehr schön. Also zwei Leute müssen wir jetzt noch aufstellen, die Slabs. Dann beruhigt sich der hoffentlich auch. So. Können wir jetzt endlich die Presse anstellen? Jo, sieht gut aus. A, Shift, P. Die Tür sollten wir da vorher verbieten, damit nicht aus Versehen irgendeiner da reinläuft und genau dann zerquetscht wird. Unwahrscheinlich, aber es haben schon andere Leute gedacht, dass sowas nicht passieren kann. Und... Zack. Was jetzt hiermit? Ein Donkey Leader Helm. Okay. Ah, Shift P. Und gucken, was übrig geblieben ist. Ich denke mal nichts. Das wäre jedenfalls der Plan gewesen. Komm, 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 komm. Genau. Und K. Ganz viel Blut. Von den ganzen Körperteilen. Ja. Damit haben wir effektiv zwei, drei Seiten Klamotten aussortiert. Nicht viel, aber ein Anfang. Also ja, zwei, drei Seiten Klamotten und den halben Dingens hier. Und warum konnte ich euch nicht wegschmeißen? Vor allem seid ihr Knochen. Knochen gehören hier gar nicht hin. Hier, Bones. Alle verboten. Dürft ihr nicht. Wir haben nämlich unten extra Stockpile und wir haben auch gesagt, dass du dem Stockpile deine Sachen geben sollst. Das ist echt komisch. Wo war der Knochenstockpile? Hier ist unter anderem einer. Und hier sollen die Knochen hin. Oh, ich höre Kampf. Ist das Kampf? Nee, Masterpiece-Sachen. Okay, wir sollten auf jeden Fall mal die ganzen Fehlermeldungen ausschalten. Das war unter O. Announce. No Job Cancellations. Fürs Erste. Sonst werden wir echt mit roten Nachrichten hier überrannt. Okay. Der da wird grumpig. Geist ist immer noch da. Ist der Memorial Slab inzwischen fertig? Glaube ich nicht so wirklich, aber versuchen sollten wir es trotzdem. So, B. Slap. Da. Ja, beide da. Sehr schön. Da war jemand fleißig. So. Särge sehen soweit noch okay aus. Ja, alles schon eingestellt, dass man da auch Leute begraben kann. Sehr gut. Platz haben wir jetzt hier auch.
Die Miner sind immer noch am Arbeiten für die anderen Stockpiles. Ist okay. Stoffverarbeitung. Da sollten wir demnächst mal wieder nachgucken. Aber ich hätte eigentlich vorher ganz gerne gesichert, dass hier genug Stoff ist in dem Stockpile. Ich erhöhe mal die Anzahl der Bins. Also ist schon auf 10. Da oben auch? Ja. Warum liegt da noch so viel Zeug hier rum und keiner holt das ab? Oh oh. Sehr coole Sounddatei. Die hat mir gerade gesagt, dass ein Zwerg wieder durchgedreht ist. Okay, also der Zwerg ist durchgedreht und ein anderer Zwerg hat mich darüber informiert und gesagt, dass ich am besten jetzt Hunde ihm zuteilen sollte. Dass, falls er durchdreht, die Hunde ihn dann umbringen können. Das ist schon mal sehr nett. Und danach halt dieser kleine, die kleine Einlage, dass ein Zwerg einen Workshop geclaimt hat und irgendjemand drin gearbeitet hat. Und der wollte nicht aufhören und der besessene Zwerg hat ihn dann gedrängt, aus dem Workshop rauszugehen. Das ist schon ganz lustig. Oh, und das ist ein Kind. Ein Kind mit einer sehr tiefen Stimme. Okay, mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht ein Spielzeug oder so. Also nichts wirklich Wichtiges. Boah, schauen wir mal. Koblenz haben sich kein Millimeter bewegt. Unsere Jungen stehen immer noch grumpig in der Gegend rum. Okay, können wir nichts ändern. Dafür ist das Miasma wenigstens weg. Kurz mal nachgucken, ob die Tische zugeordnet wurden. Betten 10, Tische 6. Kein Thread, kein Cloth. Keine Splints, keine Crutches. Oh, das sollte ich auch noch machen. P. Da, und da kommen jetzt die Splints in Crutches hin. Und da, was auch immer die gelten. Finished Goods. Ja, da. Splints, Crutches. Fertig. Sollten auch mit der Zeit welche hingebracht werden. Oh, und der eine Hauler ist kein Geist mehr. Sehr schön. Was machen wir nochmal? Wir können noch ein wenig aussortieren. Das macht ja immer Spaß. Wir gehen wieder zur Headware, drücken Tab. Und sortieren alles aus, was nicht zu uns passt. Das da zum Beispiel. Musik ist teilweise echt komisch für ein Zwergenspiel. Aber na gut. Oh, Hundeleder können wir ruhig behalten. Also Pigtail ist unser Stoff und Hundeleder ist unser Leder. Alles andere ist halt nicht von uns. Katzenleder. Und ich glaube, das ganze Braune tragen unsere Leute schon. Also könnten wir ein kleines Problem bekommen. Aber damit kann ich leben. Dafür habe ich dann wenigstens nur eine Art von Stoff und eine Art von Leder. Und das Artefakt sollten wir nicht zerstören. So, sehr gut. Das waren die Kopfsachen. Jetzt kommen Handschuhe. Schimpansenleder, Giraffenleder. Wir werden dann auf jeden Fall die Hundeproduktion ein wenig vorantreiben müssen. Oder öfters darauf achten, dass wir die regelmäßig schlachten, damit neue nachproduziert werden. Ihr wisst schon, was ich meine. Damit wir genug Leder haben. So. Boah, sind das viele Handschuhe. Keiner trägt sie. Also ja, ich könnte auch einfach... Oh, Pigtail. Ich könnte auch einfach mit Tab hier alle auswählen. Aber ich weiß dann nicht, ob die Artefakte mitgezählt werden oder nicht. Dog Leather Mittens. Ein. Das ist erbärmlich. Dafür haben wir ganz viele Stoffhandschuhe. Super. Na gut, das soll fürs Erste reichen. Goblins bewegen sich nicht.
ganz viele Leute tragen jetzt Müll runter zur Müllpresse. Die müsste auch soweit bereit sein. Tür offen und alles. Ja. Alles runtergeschmissen. Sehr schön. Gerugon ist immer noch in seinem Gefängnis. Irgendwelche komischen Geräusche, die ich nicht zuordnen kann. Und das Kind? Wo war der Workshop, den das Kind geklemmt hat? Ah, da. Das ist noch fleißig am Sachen sammeln. Das ist ja auch schön. Na komm, jetzt noch ein bisschen Leder dazu. Ja, richtig viel Krimskrams, den er zusammensucht. Komm schon, ich will wissen, dass ich jetzt in Ruhe hier weiterspielen kann, ohne dass du durchdrehst und irgendjemand dich umbringen muss. Das wäre nicht so schön. Zumal das ein Kind ist und irgendjemand das Kind sein könnte und dann der auch noch durchdreht und so Zwergenzeug halt. Noch mehr Metall. Ich hoffe mal, das war kein Stahl. Ah, hat angefangen. Sehr schön. Nach oben. Die Goblins bewegen sich ein bisschen. Aber ich glaube, die wollen jetzt einfach nur noch raus. Ja, oder? Könnt ihr lange warten. Übrigens fällt mir gerade auf, die Belagerungsnachricht ist immer noch da. Okay, schon gut. Und ein Donkey ist geboren worden. Super. Hunde. Ganz viele Puppies. Dann können wir die Dogs umbringen. Das ist jedenfalls ein Teil davon. Ah, das sind Frauen, die nicht. Die Puppies müssen alle erst noch wachsen. Aufwachsen. Nö. Aber die Gooselings können wir schlachten. So. Jedenfalls ein bisschen was da gemacht. So. Die Goblins nerven mich echt. Und so Leute sind jetzt schon so lange im aktiven Dienst. Aber ich will da nichts riskieren. Zumal die noch so komisch angezogen sind. Und warum haben wir schon wieder Miasma? Warum wird das immer wieder verboten? Ah, Rattenknochen. Ja, warum schlachtest du auch Ratten? Na gut, können wir nicht ändern. Die Müllpresse ist inzwischen befüllt. Jo. Ah, Chef P. Kann ich gleich zweimal den Befehl verteilen und dann ist alles weg oder passiert da irgendwas? Gucken wir mal. Also eigentlich das erste Mal drücken macht es ja kaputt und das zweite Mal macht es einfach nur wieder auf. Oh, Gerugon persönlich. Klick, klick. Das zählt jetzt nur als einmal. Komisch. Komm schon, mach wieder auf, ich will nachgucken. Sehr appetitliche Geräusche beim Schlachten. Die Brücke geht nicht mehr auf. Ich glaube, Gerugon hat sie kaputt gemacht. Ah, und Gerugon will jetzt auch gleich wieder was haben. Und zwar zwei Crossbows. Bone Crossbow 2. So. Ich will aber wissen, was mit der Brücke los ist. Schiff P. Die fährt nicht mehr raus. Also hoch, also weg. Genau, du bist schuld. Du hast es kaputt gemacht. Ha, na also. Ein Donkey Leather Cap, das ist okay. Und hier. Ganz viel Blut. Aber keine Gegenstände mehr. Das heißt, Tür wieder auf. Elsa. Die wollen mich echt ärgern. Ich habe jetzt keinen Bock, 3-4 Folgen lang nur darauf zu warten, dass die Goblins irgendwann uns in den Rücken fallen. Und irgendwann unsere Zwerge hier durchdrehen. Weil sie zu lange Streife stehen müssen. Ja, genau. Also das Kind hat Itra Destel, eine Kaonit-Figur von Utis Hategolos, hergestellt. Gut, das gucken wir uns mal an. Das da. Hoho, 117.000. Also schick. V.
Ein Bild von Utis Hateglows, dem Goblin, und Astan Judge Garnish, dem Menschen in Kalunit. Und Utis Hateglows wird niedergeschlagen, also der Goblin. Das Kunstwerk basiert sich auf die Tötung von dem Goblin durch den Menschen in den Violet Hills. Mhm. Ja, dekoriert mit Pferdeleder, Lamaleder, Bänder aus Kalonit-Cabochons, Riesen, Maulwurfsleder und was weiß ich. Stacheln von Leder und Opal. Auf dem Bild ist ein Bild von Buff Serpent. Also auf dem Bild, also auf dem Ding ist ein Bild von sich selbst. Das ist immer schön. Und Zwerge aus Platin. Oh. Also auf dem Gegenstand ist eben noch einfalls ein Bild von den Zwergen in Platin. Die Zwerge reisen. Und das Kunstwerk bezieht sich auf die Gründung von The Abbey. Das sind wir. Durch die Short Armors of the Robes of Sacrificing. Im Jahre 126. Das sind doch wir, oder? Wir heißen Kullet. Und Kullet heißt The Abbey. Hm. Und noch ein Bild von Asche aus Platin. Okay. Also es wäre schick, wenn wir es wären. Und alleine 117.000 wert. Das ist auch schon mal ordentlich. Aber gut. Ich denke, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge werde ich dann Ausfall wagen. Weil so geht das echt nicht weiter. Ich will in Ruhe meine Socken aussortieren können und nicht jedes Mal Angst haben müssen, dass die Goblins hier zickzack laufen und uns überrennen. Also dann, bis gleich.